Meine lieben Zuschauer, bevor wir mit diesem Video loslegen, eine kurze Mitteilung in eigener Sache. Wie ihr sicher mitbekommen habt, gab es in den letzten Wochen bei Visualpolitik und Visualökonomik einige Veränderungen. Und dabei haben ein paar Leute Scheiße gebaut. Bei der plötzlichen Einführung des neuen Moderators Tom, ohne dass ich ihn vorher vorgestellt hätte, handelt es sich um einen solchen klaren Fehler. In diesem Fall hatte ich leider keine Kontrolle über den ganzen Vorgang und es hat mich genauso überrumpelt wie euch. In der Tat hatte ich dem Visualpolitik-Team selbst bereits einige Monate zuvor vorgeschlagen, mir noch einen Co-Moderator zur Seite zu stellen, um meine Arbeitsbelastung reduzieren zu können. Doch dann nahmen ein paar Leute die Dinge etwas vorschnell in die Hand. Nun ja, solche Dinge können in einem international verteilten Team eben passieren. Und dann fliegen schon mal die Fetzen. Natürlich nur verbal. Ihr wisst ja, die heißblütigen Spanier und so. Auf jeden Fall haben wir uns aber schließlich gesagt, dass wir erwachsene Leute sind und doch einen zu langen gemeinsamen und erfolgreichen Weg mit zu vielen schönen Momenten hinter uns haben, um nicht über so etwas hinwegzukommen. Schließlich sind Visualpolitik und Visualökonomik auch so etwas wie unsere Kinder. Und wir sind immer noch stolz auf das, was wir mit ihnen in über 4 Jahren harter Arbeit geschaffen haben. Also haben wir uns zusammengerauft und den vergangenen Monat genutzt, um die Bedingungen für meine weitere Mitarbeit in den Visualkanälen neu festzuzurren und uns auf eine flexiblere Kooperation zu einigen. Tom wird mich bei Visual also in der Tat nicht ersetzen. Er ist ein neuer Moderator, der das Visualteam verstärkt und auch ich werde weiterhin Visualvideos drehen. Das gesamte Visualteam hat mich gebeten, mich in ihrem Namen für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, die euch dadurch entstanden sind. Die Verantwortlichen wurden dafür bestraft und haben bereut, was vorgefallen ist. Und ihr wisst ja, verzeihen ist menschlich. Wir danken euch für euer Verständnis und eure Geduld während dieses ganzen holprigen Übergangs, aber wie sagt man so schön, wo gehobelt wird, da fallen ab und zu ein paar Späne. Aber jetzt haben wir die Verhältnisse wieder glatt gehobelt und sehen uns sowohl auf Visualpolitik, Visualökonomik und auch auf meinem persönlichen Kanal. Ich danke euch allen sehr für eure Sympathiebekundungen. Ihr wart mir eine große Hilfe in dieser schwierigen Zeit. So, und nun lasst uns mit dem Thema dieses Videos beginnen. Denn wenn es eine Sache gibt, die die Ukraine in der postsowjetischen Ära charakterisiert hat, dann ist es die Korruption. Seit Jahren tauchen Nachrichten wie die folgende in den internationalen Medien auf. 6. Februar 2015. Willkommen in der Ukraine, dem korruptesten Land in Europa. Die Ukraine hat in dieser Hinsicht schon immer einen schlechten Ruf gehabt. Kein Wunder, denn laut Transparency International handelt es sich um das korrupteste Land in Europa. Ein extrem korruptes Land, das traditionell von einer elitären Gruppe geführt wurde, die schaltete und waltete, wie sie wollte und die natürlich auch die politische Macht vollständig kontrollierte. Die Hauptverantwortlichen für diese katastrophalen Zustände sind eine kleine Gruppe von Milliardären, deren Vermögen keinen besonders sauberen Ursprung hat. Die Rede ist natürlich von den Oligarchen. Genau wie in Russland sind auch die ukrainischen Oligarchen das Erbe des wirtschaftlichen und politischen Zerfalls, den diese Republiken nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlitten haben. Wir sprechen von Leuten, die in vielen Fällen innerhalb der sowjetischen Regierung selbst gearbeitet haben oder ihr zumindest sehr nahe standen. Von Menschen, die diese Position skrupellos ausgenutzt haben, um sich so viel Reichtum, Ressourcen und Staatsunternehmen wie möglich unter die Nägel zu reißen, als diese staatlichen Güter privatisiert wurden. Speziell in der Ukraine gelang es diesen Oligarchen während der ersten Privatisierungen unter Premierminister Leonid Kutschma in den 90er Jahren, Anteile an staatlichen Unternehmen zu Spottpreisen zu erwerben. Tja, wie haben sie das angestellt? Tja, vielleicht habt ihr ja so eine kleine Ahnung. Mit den Privatisierungen sollte ein Markt geschaffen werden, auf dem die Menschen Anteile an Unternehmen kaufen konnten, die sich zuvor in Staatsbesitz befunden hatten. Zu diesem Zweck verteilte die Regierung Coupons, Gutscheine, die gegen Aktien eingetauscht werden konnten. Die Realität sah allerdings etwas anders aus als gedacht. Infolge der tiefen Wirtschaftskrise nach dem Zusammenbruch der UdSSR haben viele Ukrainer ihre Coupons, ihre Gutscheine zu einem Spottpreis verkauft, um an schnelles Geld zu kommen. Der Verkauf dieser Coupons war zwar nicht legal, aber der Schwarzmarkt breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Ich meine, die Menschen hatten überhaupt keine Erfahrung mit einem Markt, geschweige denn mit Aktien. Sie verstanden überhaupt nicht, wie Wirtschaft funktioniert, was in den Unternehmen vor sich geht und hatten daher überhaupt kein Vertrauen, Geld mit ihnen zu verdienen. Und auf der anderen Seite brauchten sie Geld, um
um ihre Familien ernähren zu können. Die Entscheidung war also eine ausgemachte Sache. Die jetzigen Oligarchen haben es einfach geschafft, eine gewaltige Menge an Privatisierungscoupons für ein paar Dollar anzuhäufen. Diese wandelten sie dann in Aktien um und übernahmen so quasi über Nacht die gesamte Produktivstruktur des Landes. Infolgedessen konzentrierte sich dann die nationale Wirtschaft in ganz wenigen Händen. Tja. Und so ist es im Grunde bis heute geblieben. Eine kleine Gruppe von Menschen kontrolliert fast die gesamte Wirtschaft, insbesondere die Industrie und strategische Sektoren wie Stahl und Energie. Sektoren, die in der Praxis von korrupten Millionären ausgepresst werden, die darauf achten, sich an die politische Macht zu binden, um jegliche Konkurrenz auszuschalten. Und das, meine lieben Zuschauer, erklärt schon zu einem großen Teil, warum in einigen Ländern wie der Ukraine oder Russland der Privatisierungsprozess zu einem gewaltigen Korruptionsdesaster geführt hat. Natürlich gab es ähnliche Privatisierungsexzesse auch in anderen postkommunistischen Ländern wie den baltischen Republiken, Ostdeutschland oder in Tschechien. Allerdings waren sie dort nicht so ausgeprägt, sodass am Ende die Dinge völlig anders gelaufen sind. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video, denn das Privatisierungsdesaster ist noch nicht alles. Mit der Zeit bildeten diese Geschäftsleute nämlich ihre eigenen Oligarchenclans. Der Oligarchenclan in Donetsk zum Beispiel ist immer noch im Metallurgiesektor aktiv. Der Oligarchenclan in Dnipropetrovsk kontrolliert die Öl- und Handelsaktivitäten im Süden des Landes. Und der Oligarchenclan in Kiew hat viel politische Macht. Das oligarchische System der Ukraine ist im Grunde genommen ein Spiegelbild des Systems im Russland der 90er Jahre, auch wenn sie sich heute nicht mehr ganz so ähnlich sind. Denn jetzt mit Putin sind alle Oligarchen der Regierung untergeordnet und von ihr abhängig. In der Ukraine ist dieser Wandel allerdings nie eingetreten. Dort herrschte das genaue Gegenteil. Die Regierung wurde den Oligarchen untergeordnet. In diesen Tagen versucht die Ukraine, vor allem seit der Euromaidan-Revolution von 2014, diese Situation zu ändern. Mit mehr oder weniger Erfolg hat das Land versucht, sich der Europäischen Union anzunähern, neue Antikorruptionsmechanismen zu schaffen und mit den alten Praktiken seiner politischen Klasse aufzuräumen. Nachdem das Land zum ärmsten Land Europas geworden ist, sagen viele junge Menschen, dass es einfach genug ist. Und keine geringere als die Regierung Selenskyj ist in dieser Frage am härtesten vorgegangen, so dass sogar ein alter Freund des Präsidenten verhaftet wurde. Etwas, das vor wenigen Jahren noch völlig unvorstellbar war. 3. September 2023. Der ukrainische Oligarch Ihor Kolomoyskyj wird wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche festgenommen. Allerdings kommen wir nun an den Punkt der Geschichte, den ihr schon alle kennt. Die Invasion Russlands im großen Stil. Und die Frage lautet, welche Auswirkungen hat Putins Krieg auf die Korruption in der Ukraine und den Einfluss der Oligarchen? Könnte dies sogar eine einmalige Gelegenheit darstellen, einen Neustart zu wagen und reinen Tisch zu machen? Könnte Russland ungewollt einen radikalen Wandel in der ukrainischen Wirtschaft und Gesellschaft herbeiführen? Tja, was wäre, wenn dies bereits geschehen würde? Heute werden wir all diese Fragen beantworten, und zwar gleich nach der wichtigen Botschaft des Sponsors, der das heutige Video möglich gemacht hat, Surfshark. Surfshark ist das VPN, das sich wirklich von allen anderen VPNs so stark abhebt, dass ich mich dauerhaft dafür entschieden habe. Es ist nämlich das einzige VPN, das in mehr als 100 Ländern Server unterhält, insgesamt über 3200 Stück und gleichzeitig in der EU, nämlich den Niederlanden, beheimatet ist. Das heißt, es bietet dir maximalen Datenschutz, Verlässlichkeit, Anonymität, aber auch Performance und Wahlmöglichkeiten. Musst du zum Beispiel unterwegs, im Café, bei Freunden oder auf der Arbeit ein WLAN, dessen Sicherheitseinstellungen du nicht kennst? Dann solltest du sensible Anwendungen wie Online-Banking oder selbst E-Mails besser nicht ohne ein gutes VPN nutzen. Aber Achtung, das ist erst der Anfang. Wusstest du, dass viele Firmen wie zum Beispiel Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem von welchem Land aus man bestellt bzw. ein Ticket bucht? Viele sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, aber dies kann je nach Standort schon mehrere hundert Euro ausmachen. Tja, solche Diskriminierungsversuche kannst du mit Hilfe eines VPNs überlisten, denn es ermöglicht dir so zu tun, als würdest du von einem anderen Land aus ins Internet gehen. So kannst du zum einen richtig Geld sparen und zum anderen dann auch auf Dienste zugreifen, die in dem Land, in dem du gerade wirklich bist, gar nicht verfügbar wären, ob daheim oder auf Reisen. Damit schlägst du Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Du willst zum Beispiel Netflix-Shows genießen, die nur in den USA verfügbar sind, oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken? Mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch nicht alles. Surfshark One ist nämlich mehr als nur ein VPN. Es ist deine persönliche und integrierte Lösung für den umfassenden Schutz deiner Informationen im Internet, deiner Geräte gegen Viren und schädliche Software, sowie deiner E-Mails, Kreditkarten und anderer sensiblen Daten. Und das alles in einer App. Surfshark Alert überwacht permanent, ob
deine persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Passwörter oder deine Kreditkartennummer nicht irgendeinem Netz geleakt worden sind. Und Surfshark Search ist eine anonymisierte und werbefreie Suchmaschine, die keinerlei Benutzerdaten erfasst oder speichert. Schließlich bekommst du mit Surfshark Antivirus auch einen umfassenden Schutz gegen Viren und Malware für all deine Geräte und in einem Paket. So, und wenn du unseren Rabattcode politik.de angibst, bekommst du von Surfshark auch noch zusätzliche 4 Monate gratis dazu. Außerdem kannst du mit der 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie Surfshark wirklich vollkommen unverbindlich und risikofrei ausprobieren. Den Link zu diesem Angebot findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorg dir Surfshark und surfe ab jetzt sicher und ohne diskriminiert zu werden im Internet. Die etwas anderen Opfer des Krieges. Die russische Invasion in der Ukraine ist eine riesige Katastrophe, die eine makabre Spur von Tod und Zerstörung hinterlässt, wie sie Europa schon lange nicht mehr gesehen hat. Allein in der Ukraine zwischen 31.000 und 70.000 getötete Militärangehörige, je nachdem, welcher Quelle wir vertrauen. Etwa 12.000 getötete Zivilisten, mehr als 6 Millionen Flüchtlinge und Hunderttausende zerrissener Familien. Das ist die direkte Folge der Invasion. Aber was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass es neben diesem unsäglichen Drama noch andere, sagen wir mal, Opfer gibt, über die nicht so oft gesprochen wird? Tja, in der Tat sprechen wir hierbei über die ukrainischen Oligarchen. Ihr müsst nämlich verstehen, dass seit Beginn des Krieges ausnahmslos alle Oligarchen einen großen Teil ihres Vermögens verloren haben. In vielen Fällen sind ihre Unternehmen und Fabriken zerstört worden. Erinnert ihr euch noch an die brutale Belagerung des Azovstalwerkes in Mariupol? Nun, diese Fabrik gehört dem Oligarchen, den ihr gerade auf dem Bildschirm seht, Rinat Akhmetov, oder zumindest sie gehörte ihm mal. Allein das Azovstalwerk machte ein Fünftel der gesamten ukrainischen Stahlproduktion aus. Und natürlich war das nicht alles, was dieser Mann besaß, weder an Reichtum noch an Macht. Akhmetov gilt als Anführer des mächtigsten Clans in der gesamten Ukraine, dem Donetsk-Clan. Er war die beherrschende Persönlichkeit in dieser Industrieregion, die sich auf Bergbau und Energie konzentriert. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, Akhmetov hat ein Vermögen von fast 14 Milliarden Dollar angehäuft und ist damit der reichste und einflussreichste Mann des Landes. Mit dem Einmarsch der Russen ist Akhmetovs Vermögen allerdings so stark zusammengeschmolzen, dass es heute auf nur noch etwa ein Drittel geschätzt wird. Und ja, das ist immer noch ein enormer Reichtum, aber es ist alles andere als das, was es einmal war. Denn stellt euch vor, die Russen haben nicht nur Azovstal zerstört, sondern auch sein Energieunternehmen DETEK, das vor dem Krieg 30% der gesamten Elektrizität des Landes lieferte. Wir reden hier von Zerstörungen, die sich auf eine Höhe von 10 Milliarden Dollar summieren. Und dazu müsst ihr wissen, dass Akhmetov eigentlich ein ziemlich guter Kollege der Russen war und mit ihnen ordentlich Geschäfte gemacht hat. Tja, und natürlich will er jetzt von Putin oder irgendeinem aus seiner Clique nichts mehr sehen. Wohlgemerkt, dieser Mann war eins der Hauptfinanzier der pro-russischen Partei der Region. Und nun verklagte er Russland vor internationalen Gerichten. 27. Juni 2022. Der reichste Mann der Ukraine verklagte Russland vor Europas höchsten Menschenrechtsgerichtshof. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Akhmetov kontrollierte auch eines der führenden Medienunternehmen, die Media Group Ukraine. Und diese zögerte einst nicht, den ehemaligen pro-russischen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch offen zu unterstützen. Ganz genau, das ist der Präsident, den die Ukrainer während des Euromaidan aus dem Land geworfen haben. Manche sagen, dass Akhmetov, wie viele andere Oligarchen, weder pro-russisch noch pro-ukrainisch ist, sondern grundsätzlich pro Geld. Und die Wahrheit ist nun mal, dass dies bis jetzt der Fall war. Aber natürlich könnten die Dinge in Zukunft ganz anders aussehen. Darüber werden wir gleich sprechen. Erstmal zurück zum Thema. Akhmetov ist nicht der Einzige, der durch den Krieg viel Geld verloren hat. In der Tat wird keiner der großen ukrainischen Oligarchen von der großen Geldverbrennung verschont. Insgesamt haben die 20 größten Vermögen des Landes seit Beginn der Invasion mehr als 20 Milliarden Dollar verloren. Petro Poroschenko, ein weiterer Oligarch, der euch sicher bekannt vorkommen wird, weil er zwischen 2014 und 2019 Präsident der Ukraine war, ist ein weiteres gutes Beispiel. Tatsächlich wurden einige seiner Besitztümer beschlagnahmt, während er die pro-russischen Rebellen im Donbass mit Energiegeschäften unterstützt hat. Der ehemalige ukrainische Präsident kehrt nach Kiew zurück, um sich einer Anklage wegen Hochverrats zu stellen. Staatsanwaltschaft behauptet, dass Petro Poroschenko an der Finanzierung der von Russland unterstützten Separatisten in den Jahren 2014 bis 2015 beteiligt war. Ja, ich weiß, die ukrainische Politik treibt einem die Tränen in die Augen. Wenn man sich auch nur kleine Hoffnungen auf einen ukrainischen Politiker macht, ist die große Enttäuschung fast garantiert. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum bei den letzten Wahlen mit Selenskyj ein Komiker gewählt wurde, der nicht aus den traditionellen Machtzirkeln zu stammen scheint.
Allerdings stimmt auch das nicht so ganz, aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Die ukrainische Politik ist ein einziges Chaos und wenn man noch die Oligarchen ins Spiel bringt, können einem geradezu die Haare zu Berge stehen. Und genau aus diesem Grund könnte das, was mit all diesen Figuren passieren wird, absolut entscheidend für die Zukunft dieses Landes sein. Denn in der Tat hat man das Gefühl, dass die Oligarchen bereits akzeptiert haben, dass der europäische Weg der Ukraine unumkehrbar ist. Und deshalb versuchen sie, so viel ihres Mobiliars zu retten, wie nur geht, koste es, was es wolle. Es geht darum, so viele Privilegien wie möglich zu behalten, die sie vor der russischen Invasion hatten. Das ist sicherlich auch der Grund, warum die meisten von ihnen Millionen von Dollar an das ukrainische Militär gespendet haben, obwohl viele von ihnen jahrelang mit Putins Russland Geschäfte gemacht haben. Und in vielen Fällen mit denselben russischen Oligarchen, die später den Überfall auf die Ukraine finanziert haben. In diesem Sinne hat zum Beispiel Akhmetov mehr als 70 Millionen Dollar an die ukrainischen Streitkräfte gespendet. Und ich kann euch versichern, dass er nicht der Einzige war. Viktor Pintschuk, ein weiterer Metallurgie-Oligarch, kaufte allein in den ersten 3 Monaten des Krieges kugelsichere Westen, medizinische Ausrüstung und Kommunikationssysteme im Wert von 25 Millionen Dollar für die Truppen. Gleichzeitig hatten sie keine Wahl, als die Beschlagnahmung ihrer Vermögen in kriegsstrategischen Unternehmen wie zum Beispiel der Ölgesellschaft Ukrnafta oder der Flugmotorenfirma Motorsich zu akzeptieren. Und ja, sie haben es akzeptiert, ohne sich groß darüber zu beschweren. Denn sie wussten, dass sie nur auf diese Weise wenigstens einen Teil ihres Vermögens retten können. Denn logischerweise ist das Hauptziel der Oligarchen natürlich, so viel wie möglich von ihrem Reichtum irgendwann wieder zurückzubekommen. Und damit das passiert, muss der Krieg erstmal zu Ende gehen. Natürlich wird dieser Plan nicht so einfach für sie umzusetzen sein. Die Ukraine versucht schon seit Jahren, ihren wirtschaftlichen Kurs zu ändern und wenn der Krieg vorbei ist, wird sich das sicher noch weiter verstärken. Vor allem die Forderungen Brüssels werden die weit verbreitete Korruption noch weiter einschränken. Und genau hier könnten die Oligarchen ein ernstes Problem bekommen. Ich meine, denkt mal darüber nach. Werden sie wirklich in der Lage sein, ihren ganzen Reichtum zu erhalten, den sie durch politische Gefälligkeiten und die Übernahme ganzer Wirtschaftszweige erlangt haben, indem sie jeglichen Wettbewerb erstickten? Dieses Modell wird es in einer neuen, nennen wir mal europäischen Ukraine, nicht mehr geben. Die Frage lautet also ganz klar. Was hält die Zukunft für die ukrainischen Oligarchen bereit? Um das herauszufinden, müssten wir uns erst einmal ansehen, was eigentlich Selenskyj getan hat, seit er an der Macht ist. Also, hört gut zu. Selenskyj, der Unbestechliche. Erinnert ihr euch noch an die Nachricht, mit der wir dieses Video eröffnet haben? Nein, ich meine nicht die in eigener Sache, sondern die Verhaftung des Oligarchen Igor Kolomoyskyj. Hinter dieser Schlagzeile verbergen sich gleich mehrere Hinweise. Ihr müsst nämlich verstehen, dass Kolomoyskyj nicht irgendein Oligarch ist. Er ist der Gründer der Privatbank, der größten Geschäftsbank des Landes, die jetzt verstaatlicht wurde. Darüber hinaus war einer der wichtigsten Unternehmer im ukrainischen Ölsektor, bis der Staat die Kontrolle über Ukrnaft und Ukrtatnaft übernahm und Russland seine Raffinerie in Kremenchuk bombardierte. Und nicht nur das. Sagt euch das Azov-Bataillon etwas? Nach der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 und dem Ausbruch des Krieges im Donbass war es kein geringerer als Kolomoyskyj, der dafür verantwortlich war, das Azov-Bataillon mit Millionen zu überschütten, damit es die territoriale Integrität der Ukraine schützt. Aber warum erzählen wir euch das Ganze überhaupt? Nun, ihr müsst verstehen, dass dieser Mann ein enger Freund Selenskyjs war. Außerdem nutzte er seinen Fernsehsender 1+1, um Selenskyjs zu Popularität zu verhelfen. Wollt ihr ein Beispiel? Diener des Volkes, die Serie, die Selenskyj am berühmtesten machte, in der er den Präsidenten der Ukraine zunächst spielte, wurde auf diesen Sender ausgestrahlt. Heute könnt ihr euch diese Serie übrigens auch auf Netflix ansehen. Und vielleicht dachte sich Kolomoyskyj ja, wenn der Schauspieler aus meiner Serie einmal Präsident ist, dann bin ja ich und mein Vermögen sicher. Nun, falls er das gedacht hat, handelt es sich um einen schweren Irrtum. Kolomoyskyj steht im Fadenkreuz der USA. Tatsächlich wird er seit 2021 wegen Korruption und der Geldwäsche in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar strafrechtlich verfolgt. Die Wahrheit ist jedoch, dass er bis September 2023 mehr oder weniger in Ruhe leben konnte, als die Ukraine ihn wegen mehrerer Verbrechen verhaftete und anklagte. Und genau das ist die Warnung, die auch der Rest der Oligarchen berücksichtigen sollte. Wenn es mit demjenigen, der Selenskyj am nächsten stand, am Ende so ausgeht, was kann dann mit den anderen passieren?
Nun, wir wissen nicht, wie viel Zeit dem ukrainischen Präsidenten noch im Amt bleibt und ob er überhaupt zur Wiederwahl antritt. Aber wenn seine Nachfolger seine Politik fortsetzen, was sehr wahrscheinlich ist, könnte es das Ende der Oligarchen in der Ukraine bedeuten. Zumindest so, wie wir sie kannten. Der ukrainische Präsident schwört auf Korruptionsbekämpfung und sagt, die Menschen seien es leid, auf ein besseres Leben zu warten. Der Kampf gegen die Oligarchie ist etwas, das einfach geschehen muss, wenn die von der Europäischen Union geforderte Antikorruptionspolitik umgesetzt werden soll. Und nicht nur das, wenn der Krieg vorbei ist, wird die Ukraine wahrscheinlich Dutzende von Milliarden Dollar an Hilfsgeldern erhalten, um das Land wieder aufzubauen. Außerdem wird sie noch eine Menge Geld aus dem Ausland benötigen, um die Gelder der Staatsbediensteten und die Renten zu bezahlen, bis das Land sich wieder selbst tragen kann. Und dieser gewaltige Geldfluss wird mit Sicherheit nicht ohne Bedingungen vom Himmel fallen. Und es überrascht nicht, dass es auch heute noch ziemlich unklug ist, sich auf die Sauberkeit und die gute Arbeit der ukrainischen Institutionen zu verlassen. Die Verbündeten werden diese finanzielle Abhängigkeit, den Geldbedarf der Ukraine also sicher ausnutzen, um das Land ein für alle Mal dazu zu zwingen, die fehlenden Reformen im politischen, juristischen und administrativen System durchzusetzen. Und das sind natürlich keine guten Nachrichten für einige Oligarchen, die ihren Reichtum jahrzehntelang vor allem der Korruption und politischen Gefälligkeiten verdanken. Und ja, sie wissen, dass der Kampf gegen die Korruption direkt auf sie zukommen wird. Ein Prozess, der übrigens schon vor der russischen Invasion im Jahr 2022 begonnen hat. Tatsächlich hat Präsident Zelensky schon 2021 eine seiner berühmtesten Maßnahmen gegen Korruption auf den Weg gebracht. Das berühmte Anti-Oligarchen-Gesetz. Es geht um eine Vorschrift, die definiert, wer als Oligarch zu gelten hat. Und dass danach jeder, der als ein solcher eingestuft wurde, zusätzlichen wirtschaftlichen und finanziellen Beschränkungen und Kontrollen unterliegt. Menschen, die offiziell als Oligarchen geführt werden, dürfen zum Beispiel nicht an politische Parteien spenden und sich auch nicht an der Privatisierung neuer Unternehmen beteiligen. Jeder, der die Ukraine und Russland also irgendwie in Sachen Korruption miteinander gleichsetzen möchte, sollte sich allein dieses Gesetz ansehen. Um auf dieser schwarzen Liste zu landen, muss man grundsätzlich in der Welt der Politik involviert sein, einen bedeutenden Einfluss auf die Medien haben, ein Vermögen von mehr als 81 Millionen Dollar besitzen und von Monopolen profitieren. Diejenigen, die mindestens drei dieser vier Kriterien erfüllen, werden in den Augen des Staates dann als Oligarchen betrachtet. Und obwohl das Gesetz aufgrund des Kriegsausbruchs noch nicht vollständig umgesetzt werden konnte, zeigt es in der Tat bereits eine starke Wirkung. Oligarchen wie Poroschenko und Achmetow haben ihre Macht über die Medien abgegeben und andere wie Vadim Nowinski sind aus der Politik zurückgetreten. Und das alles nur, um vorsorglich schon mal nicht als Oligarchen abgestempelt zu werden. Ex-Präsident Petro Poroschenko sagt, er habe zwei Fernsehsender an aktuelle und ehemalige Mitarbeiter verkauft, um einem umstrittenen neuen Gesetz nachzukommen, das auf die reichsten Personen der Ukraine abzielt. Mit all dem verfolgt Zelensky ein bestimmtes Ziel, der Korruption ein Ende zu setzen und sich von früheren Präsidenten zu distanzieren, die sich im Grunde nur für Maßnahmen entschieden haben, die eher kosmetisch als effektiv waren. Dennoch muss man auch einige deren Maßnahmen anerkennen. Die Poroschenko-Regierung förderte zum Beispiel die Gründung der Nationalen Behörde für Korruptionsbekämpfung und des obersten Antikorruptionsgerichts. Und bereits diese begannen, einige Oligarchen zu verfolgen. Oleg Barbatyuk und Konstantin Chebanyo, beides Eigentümer von Banken, werden zum Beispiel schon seit Jahren wegen Wirtschaftsdelikten verfolgt. Aber jetzt mit dem Krieg hat Zelensky sogar eine Gelegenheit gesehen, Oligarchen noch weiter zu schwächen, indem er ihnen ihr Reichtum entzieht. Und wisst ihr, was das bedeutet? Ganz genau, mit der Reduzierung der wirtschaftlichen Macht geht auch ihr politischer Einfluss zurück. Hinzu kommt ein weiterer Faktor. Zelensky ist ungeheuer populär, fast ein Kriegsheld für die Ukraine. Und die Oligarchen, die früher gegen ihn waren, trauen sich jetzt nicht einmal mehr, ihn anzuschnauzen. Vor allem, wenn sie selbst jetzt unbeliebter sind als je zuvor. Der Krieg hat für Putin in der Ukraine also einen völlig unerwünschten Effekt. Er lässt eine starke nationale Stimmung aufkeimen. Angesichts einer besonders düsteren Zukunft, die sie zum Beispiel in den besetzten Gebieten und in den Separatistenrepubliken beobachten konnten, wissen die Ukrainer, dass ihre beste Überlebenschance darin besteht, auf Zelenskys Boot aufzuspringen. Zwar wird der Präsident wahrscheinlich seinen Kreuzzug gegen die Oligarchen und gegen die Korruption fortsetzen, aber denkt mal einen Moment darüber nach. Wenn ihr einer dieser Oligarchen wärt, was würdet ihr vorziehen?
euch den neuen Regeln anzupassen und dabei euer Vermögen zu behalten oder zu riskieren, alles zu verlieren? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Wahrscheinlich wird in Zukunft, wenn die von Brüssel geforderten Reformen zur Korruptionsbekämpfung und zur institutionellen Verbesserung abgeschlossen sind, eine Art Vereinbarung getroffen werden, dass die Oligarchen den Großteil ihres Vermögens behalten dürfen. Vielleicht eine Art Amnestie im Gegenzug für große Investitionen. Nun ja, die genaue Formel bleibt abzuwarten. Klar scheint zu sein, dass die immense Macht der Oligarchen nun ein Ende gefunden hat. Oder mit anderen Worten, ihre Umwandlung in echte Unternehmer. Unternehmer, die die Regeln eines offenen und fairen Marktes akzeptieren und unter gleichen Bedingungen konkurrieren müssen. Und das, meine lieben Zuschauer, sind doch extrem gute Nachrichten für die Ukraine. Außerdem wird dieser Prozess unweigerlich mit einem produktiven Wandel einhergehen. Etwas, das übrigens schon seit etwa einem Jahrzehnt stattfindet. So sind zum Beispiel die Agrarindustrie und die digitalen Unternehmen viel, viel schneller gewachsen als die traditionellen aus der Sowjetära übernommenen Sektoren wie die Metallurgie, die von der Oligarchie am meisten kontrolliert werden. Dies wiederum trägt dazu bei, dass die traditionelle Macht der Oligarchen allmählich verwässert wird. Und an dieser Stelle sind die Fragen erstmal an euch gerichtet. Glaubt ihr, dass die ukrainische Oligarchie, wie wir sie heute kennen, irgendwann ganz verschwinden wird? Werden sie sich damit abfinden und es schaffen, normale Geschäftsleute zu werden wie in jedem anderen westlichen Land? Und könnte es sein, dass sich die russischen Oligarchen deswegen noch fester hinter Putin stellen werden? Weil sie im Falle einer Demokratisierung Russlands mit demselben Schicksal rechnen müssten wie die ukrainischen? Wie immer sind wir auf eure Meinung zu diesem wichtigen Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt dieses Video mit euren Freunden und diskutiert es auch mit ihnen. Macht's gut und bis bald!